Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Rebirth. Ja, yeah. Ist ein bisschen laut hier, liegt wahrscheinlich daran an diesen Hubschraubern, den ich gemerkt habe, dass die immer noch hier rumfliegen. Und ja, da hört man die ganze Zeit bisschen nervig, aber was soll man machen, ne? Ja, in der letzten Folge haben wir uns den Calm ein bisschen umgeschaut und sind wieder geflüchtet, weil Shinra meint ja wieder hier uns den Spaß zu ruinieren und wir müssen dann von Calm flüchten. Jetzt sind wir hier draußen in die weite große Welt. Ja, ich freue mich. Irgendwie freue ich mich jetzt irgendwie mehr als letzte Mal, weil ich jetzt weiß, jetzt haben wir den ganzen Freiraum, jetzt haben wir hier Zeugs zum Erkunden und so, und das ist richtig lustig, ne? Ich bin so gespannt, wie einige Sachen hier ablaufen, ne? Wie weit das Spiel hier storymäßig gehen wird und so, ne? Ich will es nicht wissen, ich will nicht wissen, wie weit das Spiel geht, aber allein schon das Geheimnis zu wissen, wie weit das Spiel geht, das tut mich schon so ein bisschen hochhypen, ne? So, hier liegt irgendwas. Immer. Perlen Ingwer, okay. Ich habe gerade mal einmal die Karte aufgerufen, ne? Und ich habe einen Herzinfarkt bekommen, als ich die gesehen habe. Guck euch das mal an. Oh mein Gott. Das sieht ganz ehrlich so ein bisschen aus wie die Weltkarte. Soweit habe ich noch nicht rausgezoomt. Das sieht ganz ehrlich so ein bisschen aus wie die Weltkarte von Final Fantasy 15. Was ein gutes Zeichen ist, weil die Weltkarte, die Karte allgemein von Final Fantasy 15 war massiv, ne? Ich versuche hier gerade so zu gucken. Hier müsste Midgar sein eigentlich, ne? Obwohl das irgendwie nicht so aussieht. Oder wo ist das? Midgar war am Wasser, das weiß ich. Midgar war irgendwo am Wasser. Ich denke, ich versuche jetzt hier so ein bisschen zurückzudenken, wie die Story ist. Genau. Kann man die Karte drehen? Nee, weil normalerweise war die Karte, weiß nicht, so nach rechts irgendwie umgedreht, ne? Irgendwo hier war dann Midgar, ne? Dann bist du ja so weitergelaufen, dann bist du nach Calm gekommen. Und dann ist hier die Chocobo Farm, wo wir jetzt hin müssen, ne? Dann war hier so ein Sumpf. Oh, ich frage mich, wie die das machen werden. Das wird auch interessant, wie die. Ich sag nur, Midgar Solum. Also, das ist was ganz Interessantes, weil ich mich frage, wie die das umsetzen werden. Dann ist hier irgendwo so ein Berg, glaube ich. Dann kommt man nach Fort Condor. Fort Condor musst du dann irgendwo hier sein, ne? Dann kommt irgendwo Yunon. Ja, ne? Wie sieht denn dann aussehen? Das ist ja nicht alles. Das ist ja die Sache, das ist ja nicht nur dieser Kontinent, ne? Es geht ja definitiv noch weiter, weil ich schon, weil ich schon einige Sachen auf dem Cover, also auf der Rückseite gesehen habe. Also es geht noch weiter. Das heißt, wir gehen noch weiter von diesem Kontinent weg, ne? Weil einige andere Sachen passiert auf einem anderen Kontinent. Aber darum machen wir uns jetzt keine Gedanken. Wir gucken uns jetzt erstmal hier auf die Weltkarte um und ich weiß gar nicht, wo ich als erstes hingehen soll, ne? Also ich weiß, wo ich hingehen soll, aber was ich als erstes machen soll, ne? Und das ist geil. So, da hinten ist unser Ziel. Wir haben da oben Radar und wir müssen eigentlich nur hier geradeaus, ne? Aber ich gehe natürlich erstmal überall anders hin, ne? Und gucken wir mal, wie das abläuft. Außer die Charaktere sagen mir gleich so, hey, hör mal, du darfst nicht da lang, ist verboten. Aber ich versuche mich mal hier erstmal überall umzuschauen, weil wer weiß, vielleicht finde ich ja richtig coole Sachen, ne? Oh Gott, da kann man nicht runter, ne? Ne. So, ich nehme an, wir kommen irgendwann mal wieder zurück nach Calm, ne? Nehme ich an, weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht, wie das möglich sein wird. Shinra wird ja wohl jetzt nicht die ganze Zeit da bleiben, ne? Die werden ja wohl irgendwann mal wieder abziehen, ne? Weil ich habe immer noch nicht das Schwert da drin gekauft. Boah. Und ich will das kaufen. Außer wir können halt irgendwo anders noch kaufen. Aber irgendwann muss man ja wieder zurückgehen, ne? Weil das, wenn man hier dieses Kartenspiel nicht mit allen Charakteren gemacht hat und so, ne? Da muss man ja wieder zurückkommen und so, ne? Würde ich jetzt raten. So. Ich bin ganz ehrlich, so hat Klettern und so ist ein bisschen wonky, ne? Also ist ein bisschen komisch gemacht, weil du nicht wirklich so eine richtige Kontrolle darüber hast, habe ich so ein Gefühl. Das ist einfach nur so, oh, du läufst gerade gegen die Wand, oh, kann ich dir hochklettern? Oh. Dann wird dann halt so automatisch gemacht. Es, ne? Fühlt sich jedenfalls nicht so an, als würde man hier irgendwie alles steuern. Aber was soll's, ne? So, ich sehe noch keinen einzigen Gegner hier. Sind ja keine Gegner. Das erinnert mich auch ein bisschen an Final Fantasy 16 hier, ne? So wie Karte so ausgebaut ist und so, ne?
Ich bin gespannt, wie das hier abläuft. Ich bin gespannt, wie das abläuft mit den, wenn ein Kampf beginnt, wo die anderen beiden Charaktere dann hinlaufen, ob die einfach nicht dabei sind oder so. Oder allgemein. Vielleicht sind auch hier noch gar keine Gegner, weil ich noch hier so im, weiß nicht. So, ich nehme an, in so einem Tutorial bin, ne? Es gab noch keinen offiziellen Kampf oder so, den ich testen konnte. Haben wir überhaupt schon gekämpft? Mit Cloud und Co. Ich glaube nicht. Wir haben noch gar nicht gekämpft, ne? Also ja, vielleicht kommt erstmal nur so ein Kampftutorial oder so. So mit mehreren Charakteren und so, ich weiß es nicht. Weil ich könnte mir vorstellen, wir würden wahrscheinlich voll viele Gegner rumlaufen. Der sieht ein bisschen leer aus hier gerade. Aber okay. Werde ich ja sehen, wie das abläuft. Ne, da ist ein Gegner. Hallo, na, wie geht's? Oh Gott. Komm her, Stück. So, ich muss erstmal jetzt ja gucken. Welchen Angriff muss ich nochmal einsetzen? Ein Ork. Da ist ja noch einer. Mandragora, okay, habe ich gar nicht gesehen. Ach, ich habe ganz vergessen zu analysieren. So, ich habe ganz vergessen, ne? Ausrüstungsmäßig habe ich jetzt hier nichts geändert. Ich habe jetzt alles so belassen, aber jeder Charakter hat ja eine Waffe, ne? Und jede Waffe hat ja so eine Fähigkeit. Je öfter ich einsetze, desto irgendwann lerne ich die, ne? Ich habe jetzt nicht gewusst, welche Attacke er nochmal hatte. Impulsi, okay, das ist dieser. Der Angriff erinnert mich immer an so einen Angriff aus Kingdom Hearts. Also ja, ich will natürlich auch mal die anderen Charaktere steuern. Red 13 zum Beispiel, den haben wir ja noch nicht gesteuert, ne, im Spiel. Welchen Angriff muss der einsetzen? Ich will ja natürlich erstmal ja gucken, alles hier zu leveln und so, ne. Wir haben noch keine Materie gefunden, ne. Nee, wir haben das alles, was wir haben. Er hat Sternenstaubstrahl. Ich glaube, da ist auch eine Limit im ersten Teil, ne. Weiten Umkreis schweren Schaden zu 2 ATB-Einheiten. Und sie, heiliger Magiekreis. Naja, das kommt mir nur bekannt vor. Wenn dann da drin zaubert, dann wird er 2-mal eingesetzt, genau. Oh, ich finde das so schön, die Weltkartenmusik zu hören. Ist so schön. So, ich will den Anführer wechseln. Wie mache ich das nochmal? Kann man das überhaupt irgendwie, kann man den Anführer wechseln, ne? Damit hier am Anfang des Kampfes jemand gespielt wird, ne? Ich weiß nicht, Kampfeinstellungen, der Anführer, wie mache ich dich zum Anführer? Da, Dreieck. Ich will mal Red 13 hier ausprobieren, ne? Ja, so kämpft und so, ne? So, irgendwo lag hier gerade was. Ich glaube, ich habe da gar nicht aufgehoben, ne? Oder war der Gegner? Wie gesagt, ich weiß auch gar nicht, ob ich hier nach irgendwas ausschalten muss, ob es hier irgendwie Schatztruhen gibt oder so, ne? Aber das ist halt das Schöne, man so Open World Games, ne? Ich würde sagen, das Spiel ist ja schon so relativ Open World, ne? Mit all so weit. Was sind diese Dinger hier? Sind die auch wichtig? Diese Lichter hier, die herumfliegen? Für mich wird es natürlich wieder ein absoluter Albtraum, hier alles zu erkunden, ne? Weil ich bin natürlich sehr, sehr gründlich und versuche immer alles hier zu suchen und zu finden, ne? Was hat hier alles? Gib. Holz und Nebelsaat. So, ich muss mir angewöhnen, wieder Gegner zu analysieren. Habe ich ganz vergessen. So, kann ich da hoch? Da. Ja, genau, das meine ich. Das ist ein bisschen komisch. Es fühlt sich so ein bisschen an, als wäre man irgendwie, als hätte ich irgendwie so Magnetschuhe an, ne? Und die gesamte Welt wäre aus Metall und ich muss mit meinen Magnetschuhen immer hier dafür sorgen, dass ich hier überall dran bin am Boden. So, ich glaube, von hier komme ich doch gerade, ne? Es ist noch ein bisschen komisch, aber ist jetzt nicht furchtbar, ne? Ist jetzt nicht. Aber es ist ein Unterschied, so wie zum Beispiel irgendwie Final Fantasy 15 oder schon Final Fantasy 16 auch. Wo du halt frei bewegen konntest, du konntest springen und so, ne? Da macht es halt ein bisschen einfacher, ne? Die Fähigkeit zu springen, das gibt's ja gar nicht. Ich kann ja gar nicht springen, oder? Ups.
Na gut. Ich finde hier anscheinend noch nichts, ne? Aber da ist irgendwie so eine Ruine, vielleicht ist da was, ne? Gucken wir mal. Kann ich schwimmen? Ja, klar, kann ich schwimmen, ne? In Kaum, da war es ja auch so. Da konnte man ja auch schwimmen, kurz, ne? Oh, guck mal, ja. Ist da drin irgendwas? Warte mal, ist da was? Nein, schade. Ah. Was ist das letzte Open World Game, was ich gespielt habe? Ich glaube, keine Ahnung, Fallout. Freue mich immer schon so einfach so durch die Gegend zu rennen, zu sammeln, zu gucken. Was schon da überweisen, überwinden. Ah, okay. Ich muss diesen Fluss überwinden. So. Segen des Planeten. Ich habe ja so ein Synthese-Ding, ne? Konnte ich da schon irgendwas? Dann brauche ich den Salbei. Ungeheuerkralle. Ja, ich muss mal ein paar Gegner hier finden, ne? Ist noch ein bisschen leer ja gerade. Ich weiß nicht, ob das liegt, weil wir noch am Anfang sind oder so, ne? Vielleicht ist das noch ein kleines Gebiet, so im Vergleich zu was noch irgendwann später kommt oder so, ne? So. Bisschen eine Leiter oder so. Ja, also Leiter. So eine Wand. Die Leiter der Natur. So. Kann ich euch schneiden? Nein. Mein Gott, Shinra, geht doch mal weg da. Hat ihr nicht sehen, wie irgendwie so eine fünfköpfige Gruppe hier so durch die Gegend läuft, ne? Ätherknolle, Segen des Planeten. Was brauche ich nochmal? Schatzversteck, was? Ein Schatzversteck befindet sich meist in stillgelegenen Fabriken oder Wohnräumen. Hier gibt es Schätze zu entdecken, die über die Jahre längst in Vergessenheit geraten sind. Wenn du alle Schätze gefunden hast, ist die Schatzsuche beendet. Oh, ist das hier, hier liegt noch was. Gefundene Schätze? Ne, da wollte ich nicht. Auf der Karte war nämlich irgendwie so was. Oben links, so 3 von 3 war da irgendwie. Was damit zu tun? Cool. Aber Schätze sind normalerweise immer von etwas bewacht. Königsledern. Ich frage mich, ob irgendwie, weil nicht, wenn wir hier so durch die Gegend laufen. Oh, Mogri-Medaillen. Die waren für irgendwas wichtig im ersten Teil. Ich weiß noch nicht mehr für was. Oh, ich kann auch klettern. Geil. Oh, ist so cool. Aha. Genau deswegen habe ich mich heute so gefreut, weil ich nicht wusste, was jetzt hier alles abläuft, ne, wie das hier so aussehen wird und so, ne, wo wir hingehen können. All unsere Charaktere folgen uns. Wie wird denn das dann aussehen, wenn wir eine volle Gruppe haben? Weil ich weiß auf jeden Fall so ungefähr, wie das, wohin das Spiel noch geht, ne, also ich weiß, wo, wie weit das Spiel mindestens gehen wird, ne, das heißt, wir werden mindestens noch 2 Charaktere in unserer Gruppe kriegen. Hey, da unten ist ja einer. Und das wären dann 7 von 9, weil es gibt 9 Charaktere insgesamt. Oh, Vorsicht. Heilspray. Ein längst vergangener Schatz aus vergangenen Tagen. Wie gesagt, ich will natürlich nicht wissen, wer alles schon in dem Spiel vorkommt und so. Ne? Ich will das überhaupt nicht wissen. Ne? Das ist eins der Mysterien, die ich mir noch hier aufsparen will. Das herauszufinden ist ja schon mal, das hier so spannend macht, ne? Da kommen wir nicht hoch. Aber es gibt 9 Hauptcharaktere in Final Fantasy 7. Wir haben 5. Ein Charakter sieht man ehrlich gesagt schon auf der Rückseite von dem Cover des Spiels. Also dieser Charakter ist auf jeden Fall auch noch irgendwann dabei, ne? Und wenn ich mir so ein Bild ansehe von der Rückseite des Covers und wenn ich weiß nicht genau, ob es das ist, was ich denke, was es ist, aber wenn es das ist, was ich denke, was es ist, dann wird das Spiel bis zu einem anderen bestimmten Punkt noch gehen. Und bis zu diesem Punkt, wenn man jetzt bis man den Punkt erreicht hat oder abgeschlossen hat, dann hat man auch schon noch einen weiteren Charakter wieder in der Truppe.
Und wenn das der Fall ist, dann kriegen wir noch mindestens 2 Hauptcharaktere, die sich uns anschließen irgendwann. Mindestens. Yay, Weidenviadukt abgeschlossen. So, jetzt habe ich aber nicht den Schatz von den anderen Dingen gefunden. Okay, das ist gut. Das ist wenigstens gut, hat mir angezeigt, wie viele Sachen hier noch zu finden sind, ne? Ich glaube, da unten ist der letzte Schatz, ne? So, meine Frage ist natürlich, gibt es da noch irgendwie was anderes hier, ne? So, ich meine, diese ganzen Synthese, die ganzen Synthese-Sachen, die sind natürlich jetzt auch hier noch zu finden und so. Ich weiß ja nicht, wie wichtig die sein werden. Ich schaue mir jetzt einfach die Schatztruhe da unten. So, ich glaube, ich habe da unten die Schatztruhe gesehen. Und ja, wenn noch mindestens 2 Charaktere und sich uns anschließen in diesem Spiel, dann haben wir eine Truppe von 7 Charakteren. Und wie wird denn das dann aussehen, wenn wir hier die ganze Zeit durch die Gegend rennen mit denen? Ja, ganz schön voll, ne? Und jetzt nehmen wir mal an, die anderen beiden Charaktere bekommen wir auch noch, ne? Dann hätten wir eine 9-köpfige Truppe, ne? Ja, ganz schön viele Leute dann, ne? Obwohl ich bezweifle, dass das Spiel so weit gehen wird, ne? Oh, guck mal hier. Da oben links, Graslandregion, das ist eine 3 von 3. Ne, ich dachte erst, das wäre das, aber anscheinend ist das dann nicht, ne? Okay, cool. Aber wie gesagt, ich will keine Antworten auf solche Fragen, ne? Ich tue die einfach nur so in den Raum schmeißen und so selber spekulieren, so, oh, ich frage mich, was noch alles kommt und so, ne? Da will ich keine Antworten drauf haben, ne? Ich will so gar nichts eine Antwort haben. Ich will gar nichts wissen von diesem Spiel. Ne? Ich will alles selber entdecken. Jo, ist das ein Mandragora da unten? Präventivschlag. Okay, Red 13 nutzt seine scharfen Krallen und Zähne für den Kampf. Drücke fähig, um nach Gegnern zu schlagen. Halte die Taste für einen Angriff mit Flächenschaden zurück. Ist das die Weltkartenmusik als Kampfthema? Das ist geil. Erfolgreiches Blocken lädt die Recherleiste auf. Drücke Dreieck, um die Recherhaltung zu wechseln. Oder durch die Recherleiste entlädt die. Kann jetzt aktiviert werden. Das werde ich jetzt noch nicht kapieren, aber. Hau rein, Red. So. Hast du vielleicht Analyse? Nee. Okay, ich muss diesen Angriff einsetzen. So. Natürlich. Ich finde die Stimme von Red richtig cool. So, Cloud, kannst du mal hier, bevor wir hier die fertig machen, die mal analysieren. So, ich soll blocken und das irgendwie. Okay, während des Blocken mit R1 kannst du Synchro-Aktionen im Team mit deinen Gefährten ausführen. Wenn du während des Blockens Touch-Knopf drückst, werden Informationen zu den Synchro-Attacken angezeigt. Die Aktionen unterscheiden sich je nach Tasteneingabe und reichen. Keine. Ja. Okay, was ist das? Es wird wahrscheinlich erstmal wieder ein bisschen dauern, bis ich hier jeden Charakter hier. Ja, mach den mal platt, bevor. So. Ich weiß nicht, ob es was bringt, alle Gegner jetzt zu analysieren, ne? Aber man kann es ja mal versuchen, ne? So, Sternstaubstrahl. Geschicklichkeitsbonus halten. Ach ja, man muss ja auch noch andere Sachen machen, ne? Um den Geschicklichkeitsbonus zu erhöhen. Das ist eine Marco-Pipeline. Damit wird das in Midgar gewonnene Marco in andere Städte und Dörfer geleitet. Das ist keine Pipeline. Machen wir kaputt, ne? Mit ihr saugt Shinra dem Planeten seine Lebenskraft bis zum allerletzten Tropfen aus. Und hässlich ist sie auch. Wir sollten das Ding abreißen. Komm. Ist, wenn wir das Rohr verbiegen und in die Erde stopfen, dann kriegt der Planet seine Lebenskraft zurück. Oh. Fantastische Idee. Ja, ganz toller Plan. Sehr kreativ. Ach, leck mich doch am Arsch. Wollte dann sagen, seid ihr alle gerade sarkastisch oder? Oh, ihr kennt mich. Ich würde das versuchen. Ne? Aeris hat nur 800 HP. Ach, leck mich doch alle ab. Ich finde so gut, dass er so am Fluchen ist, weil im Original war halt auch nur, war halt zensiert, ne? Da hat man einfach nur so zufällige Zeichen gesehen.
Ah, leck mich doch alle am Fragezeichen, Ausrufezeichen, Tick, Slash, keine Ahnung. Einfach irgendwelche random Zeichen sind dann einfach immer aufgetaucht, so als Zensierung. So. Okay, wo laufe ich gerade hin? Ja, gehen wir erstmal hier noch, ne? Ja. Da ist gar nichts mehr drin. Hier schon leer. Ich habe die Musik übrigens ein ganz kleines bisschen runtergestellt, ne? Weil ich schon wieder die ganze Zeit hier YouTube-Gemecker bekomme, ne? So, ey, hör mal. Das Lied, ne? Das wurde von dem und dem gemacht, ne? Das schadet mein Kanal eigentlich gar nicht, weil ich ja gar kein Geld verdiene durch meinen Kanal, ne? Aber trotzdem, ne? Oh, das ist ein Gegner. Ich glaube, ich gebe mal Red 13 Analyse. Oder? Sternstaubschrei. Oh, guck mal, schon fast gelernt. Na, was soll's. So. So. Also mit ihm muss ich blocken, dann geht er in die Rechthaltung. So, nochmal Sternstaubstrahl. Waffenkunde für Anfänger. So, wenn du mit Beschwörmaterial ausgerüstet bist, dann scheint mein Kämpfer eine Beschwörleiste. Und da kannst du beschwören, ich weiß. Ich weiß. Boah, Stufe aufgestiegen für jeden hier. Da wäre so meine nächste Frage, ehrlich gesagt. So, wie tut man nochmal Charaktere wechseln? Er verwendet einen Stab, um im Kampf Magie zu wirken. Mehrere Gegner gleichzeitig angreifen, hat die Taste gedrückt. Sturm zu wirken, je mehr Gegner aufgeladen wurden. Magie aufgeladen, desto größer wird die Wirkung. Okay. Noch nicht. Noch nicht. Erstmal. So, jetzt. Erstmal. Kann man irgendwie sehen, ob ich einen Gegner schon analysiert habe oder nicht? Ja, analysiert, besiegt 4. Dann übernimm. Komm schon. Ja, er ist. Der ist für dich. Ah. Okay. Focus Warp. Okay. Ja, wird noch ein bisschen dauern, bis ich hier. So, meine Frage ist jetzt: Bekommt jeder Charakter hier Erfahrungspunkte oder nur die, die im Kampf dabei sind? Ich weiß gar nicht mehr, wie er im Original war, ehrlich gesagt. So, oh, er hat da ein Häkchen. Okay, dann sieht man dann halt, oh, du hast diese. Dann habe ich übrigens auch irgendwie gesehen. Ja, ich habe mich mal hier umgeschaut bei Gegenständen, ne? Und Codices. Hier sieht man ja die diese Skillbretter von den Charakteren, ne? Das ist cool gemacht, ne? Sehen sozusagen die ganzen Dinge aus von den ganzen Charakteren. Codices. Ich weiß nicht, ob das die Mehrzahl ist. So. Ich weiß nicht. 10 WP. Kann ich jetzt wieder hier was machen? Weil wir sind alle aufgelevelt, ne? Deswegen. Konfigurieren. Nein. Wie komme ich nochmal zu dem Ding hin? Konfigurieren, Dreieck, macht nur das hier. Wie tue ich das machen? Ausrüstung? Nee, da komme ich auch dahin. Wie komme ich noch hier hin? Oh, ich will nicht automatische Modifikation machen, und da steht. So. Ach nee, ich muss da wieder zu diesen einen Typen hin, ne? Ja. Ich kann ja nur in der Stadt immer machen. Hm. Glaube ich. Oh, hier. Was für wunderschöne Geschöpfe. Können wir die abschlachten? Was meint ihr? Werden sie nicht. Woher weißt du das so genau? Aus meiner Grundausbildung. Jeder Soldat muss sowas wissen. Wildtiere greifen nur zur Jagd an oder um sich zu verteidigen. Ungeheuer hingegen.
attackieren ihr Gegenüber vollkommen grundlos. Wenn sie angreifen, ist der Grund egal. Wie dem auch sei, meine Nase verrät mir ihre Absichten schon von weitem. Die hier greifen nicht an. Na, jetzt habe ich aber noch nicht nachgeguckt. Und zwar Erfahrungspunkte. Oh, jeder kriegt Erfahrungspunkte. Also habe ich keinen Grund, die Charaktere zu wechseln, ne? Aber natürlich mache ich es, ne? Zum Beispiel jetzt. Bei Red 13. Ich will natürlich erstmal Gruppe wechseln. Oh, ich kann mir Gruppen festlegen. Cool. Gruppenmitglieder wechseln da. Oh mein Gott. Das ist noch so kompliziert irgendwie. So, ich will natürlich erstmal für jeden Charakter hier die Waffen leveln, ne? Damit ich nicht irgendwann, wenn ich irgendwie 5 Waffen hier zur Auswahl habe, so, oh Gott, ich muss noch diese Waffe leveln und diese Waffe leveln und diese Waffe leveln, ne? Und ich will ja immer so effizient wie möglich sein, ne? Ich will immer so viel wie möglich lernen und so, ne? Hier war ich schon, ne? Ja. Cool. Was ist dieses Häuschen hier? Kann man da rein? Thorins Kartenladen oder Thorins Kartenladen? Hä? Hallo? Verschlossen. Hallo? Oh, okay. Ich dachte, da kam jetzt irgendwas so angesprungen. So, was? Ich frage mich, ob ich irgendwann hier so Monster begegne, die einfach viel zu überlevelt sind und die ich aus dem Weg gehen muss. Ich habe es im Final Fantasy 15 auch. Oder ja, ein Pokémon Schwert und Schild, ne, wo ja in diese, wie ist das nochmal, diese die Wildanlage oder so war es. Und direkt, wenn du da rausgehst, da kommt schon so ein Level 20er Onix, was du gar nicht bekämpfen sollst, ne? So eine kleine Warnung, so, hör mal, ja, du musst nicht gegen das Viech kämpfen, ne? Frag mich, ob solche Sachen auch hier geben wird, so. So, wir haben jetzt aber noch 2 Kämpfe gemacht und wir sind schon hochgelevelt, ne? Und wir sind schon Level 15, ne? Also ist das Leveln hier irgendwie voll schnell oder was? Aber die Level haben jetzt irgendwie nicht so, weiß ich nicht, so einen riesigen Unterschied gemacht, fand ich. Kann ich da in diesen Turm rein? Die waren eigentlich nur dafür da, irgendwie, warte, war ich eigentlich hier schon? Ja, ne? Ja, hier war die Schatzanlage hier, die Schatzanlage, die Schatzsuche. Schatzanlage, ich komme da gar nicht hoch. So, was habe ich gerade gesagt? Schon wieder vergessen. Bin so absorbiert hier in Erkunden und Suchen und so, ne? Na toll. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Was steht da eigentlich mal? 15. Der Anfang der Reise. Warum ist das eigentlich immer noch hier angezeigt? Entferne dich von KM und nicht entdeckt zu werden. Alles klar. Was hat der KM Ortsbahn? Hat hier so ein Teleportpunkt, wo ich mich dann irgendwann hin teleportieren kann? Weil irgendwie muss man ja wahrscheinlich hier zurückkommen, ne? Das ist bestimmt irgendwie so Schnellreise oder so, ne? Weil es dauert noch sehr lange, bis wir irgendwie, weil nicht durch die Gegend fliegen können und so mit so einem Luftschiff und so, ne? Ich glaube nicht, dass das ein Spoiler ist, weil Final Fantasy Spiele haben immer Luftschiffe, ne? Aber in der Story dauert es doch eine ganze Weile, bis wir eins bekommen. Also da werden wir definitiv nicht in diesem Spiel kriegen, bin ich mir sehr, sehr, sehr sicher. So, haha, kannst du klettern. Das Einzige, was ich mir noch wünschen würde, ist, dass du die Charaktere wechseln kannst. Ne? Dass du mit jedem Charakter hier auf der Weltkarte spielen kannst. Ja, man kann halt nicht alles haben, ne? Das wäre auch cool, ne? Ja, vielleicht kommt es ja noch, ne? Wer weiß es, ne?
Im ersten Teil konnte man ja auch irgendwie hin und wieder mal den Charakter wechseln, ne? Wenn du spezifische Orte warst und so, ne? Und Story-Ereignisse und so. Ist ja auch so eine Schatzanlage? Ne, mir mal angezeigt, ne? So, ey, hier ist ein Schatz irgendwo. So schön. Ah, das Spiel macht mir ja richtig Bock. Weil man es neu ist, ne? Wir werden wieder durch diese durch den gleichen Rhythmus gehen, ne? Ich spiele das Spiel zum ersten Mal, dann macht es mir voll Bock, ne? Und dann komme ich so am Ende an, dann denke ich mir immer so, oh mein Gott. Das ist bei jedem Spiel so, ne? War bei Final Fantasy 16 auch so. War bei Fire Emblem so. Ich hasse es, dass ich so denke. Habe ich ja schon mal angesprochen, ne? Irgendwie hast du halt diesen so, ah, jetzt gibt es mal wieder neue Sachen zu entdecken, ne? Du bist noch in diesen Flitterwochen-Moment, ne? Alles ist noch neu, ne? Alles ist noch unbekannt, ne? Und du willst das gesamte Unbekannte hier entdecken, ne? Und dann irgendwann hast du alles gesehen, ne? Und dann ist nichts mehr Unbekanntes übrig und dann denkst du ja so, oh, jetzt ist das Spiel nicht mehr so lustig. Oh, Zivilisation, Hallöchen. Oder auch nicht. Lasst euch nicht von meinen gigantischen, mein Gott, es hat ein riesiges Schwert, abschrecken. So, bin ich ja schon auf der. Nee. Was ist da eigentlich? Wir sollen da unten hin, aber da ist schon. Da sieht das aus wie so eine Farm oder so. Sieht da einige windige Mühlen. Windmühlendorf. Windmühlendorf ist nicht so Ruffys Heimatstadt. Aus One Piece halt. Ja, der Ruffy, ich weiß. So, aber mir wurde hier wieder nicht angezeigt, so. Also die Charaktere haben ja eindeutig alle Animationen, ne? So zum Klettern und zum Laufen und so was alles, ne? Also glaube ich nicht, da irgendwie so schwachsinnig ist zu denken, dass man irgendwie die spielen könnte auf der Weltkarte, ne? Hey, yo. Was geht? Wer bist du? Mühle aus Republikzeiten. Ist sie nicht schön? Ja. Könnte ich sie doch nur wieder zum Laufen bringen. Ah, sag nicht weiter. Oh nein, da ist ein Schloss dran. Was mache ich dagegen? Wie soll ich denn dieses winzige Schloss erledigen mit meinem gigantischen Schwert? Dann brauche ich zierlichere Waffen. Weil jetzt schießt das Schloss auf. Ja. Na, vielleicht komme ich da rein. Aber so Aero da reinballern, ne? Oder Wind? Weiß nicht, heißt der Windzauber hier Wind oder Aero? Original hieß es Aero. Na, irgendwie komisch. Einige Zauber sind irgendwie, haben so lateinische Namen, ne? Ich glaube, da ist Latein jedenfalls, ne? Aero. Und Vita ist ja auch Latein. Er heißt ja Leben. Dann hast du Feuer, Blitz, Eis, ne? Warum da nicht auch Ignis und so, ne? Ja, Ignis, ich weiß nicht, was Donner und Eis heißt. Ignis ist, glaube ich, lateinisch, ne? Oder ist er griechisch? Weiß ich nicht. Ignis ist einer Charakter aus Final Fantasy 15. Dann gibt es hier noch Aqua. Ja, ne, Wasser ist auch Aqua, glaube ich. Wenn ich mich nicht irre. So, mit den Windmühlen kann ich leider nicht interagieren. Schade. Ich dachte, ich könnte hier vielleicht irgendwas machen. Vielleicht muss ich hier irgendwie so einen Generator irgendwie so finden und den einschalten oder so. Weil nicht. Weil mir wird auch irgendwie nichts hier schätzmäßig angezeigt, also nehme ich jetzt einfach mal an. Hier ist auch nichts, ne? Wenn doch, dann. Na gut, dann nehme ich mal an, gehen wir da hin, ne? Zur Farm. Weil wir ja schon wollen nicht alles erkundet haben, ne? Reife Eiche. Kann ich jetzt irgendwas herstellen?
Ha. Einmal am so, ne? Ja. Der zweite synthetische Metall von einer, du kannst nur Gegenstand Heilspray synthetisieren. Das ist genauso wie das hier, wie das ich kann sogar Dings herstellen. Da erinnere mich irgendwie an Kingdom Hearts hier mit dem, mit den Mogri Shop. Mogri Shop. Da konntest du ja auch Gegenstände an, herstellen auf so eine Weise, ne? So Ungeheuerkrallen. Wofür ist Ungeheuerkrallen? Ja, aber so kommst du an neues Equipment dann. Das ist doch nicht schlecht, ne? Da kann man ja mal machen, ne? Also man muss es auch immer Gegenstände hier herstellen, ne? Und dann, wenn du diesen Gegenstand hergestellt hast, dann hast du hier, weiß ich nicht, dann hast du den einmal hergestellt und dann, wenn du so und so viele Gegenstände hergestellt hast, dann steigst du immer ein Level hoch und so, ne? Also dein Ziel war es eigentlich, jeden Gegenstand einmal mindestens herzustellen, ne? Damit du irgendwie Belohnungen und so bekommst. Ungefähr so läuft das hier auch ab, nehme ich an, ne? Und hey, wenn man sich Equipment dadurch herstellen kann, umso besser, ne? So, natürlich jeden Punkt hier. Ich glaube, das Haus haben wir da noch nicht abgecheckt. Und da ist irgendwo so ein Kartenladen. Ist der da verzeichnet? Ich glaube ja, ne? Ist der das? Ja. Ich glaube, ich kann bestimmt irgendwann schnell reisen oder so, ne? So. Hey, liebe Leute. Hallo, liebe Leute. Ich mache eure Kisten kaputt. Aber wir kriegen viel Segen des Planeten, ey. Mein Gott. Ich meine, mein Planet. Viel Segen hält doch keiner aus. Eine Sache, die ich mir auch noch wünschen würde, ist, ich hätte eine Karte auf dem Bildschirm. Vielleicht kann man die auch irgendwie einstellen oder so. Weiß nicht, kann man das? Beim Dings konnte man das, einen Vorgänger, ne? Gameplay. Befehle an Kampfgefährten. Kurzbefehle. Navi-Karte drehen. Aber ich habe doch keine. Oder ist das nur in Kompass? Navi-Karte, hallo? Skala der Navi-Karte. Ja. Oh. So, aber da muss ich abstellen, dass ich die drehen kann. Also drehende Karten konnte ich noch nie leiden, ne? Wenn die Karten sich drehen auf den Dingen. Fixieren. So, ist auch viel besser. Oh, guck mal hier. Warte, ich habe gerade irgendwas gehört, so also viel besser so. Obwohl, kann man die noch ein bisschen höher machen, ein bisschen größer, schon irgendwie auch was. Skala der Navigationskarte in der Oberwelt angesetzt. Je höher der Wert, desto detaillierter die Karte. Aber jetzt hat er noch näher, ne? So, irgendwie konnte ich doch hier gerade noch mal rauszoomen. Hier. Ah. Graslandregion. Ach, da wird dann in einzelne Regionen eingeteilt. Wie groß ist denn das Spiel dann? Alter. Ich bin positiv überrascht gerade. So, irgendwie sehe ich aber jetzt keinen Unterschied hier auch bei der Karte oben rechts. So, wir tun einfach diese ganzen Sachen hier erstmal. Da, lokale Karte, das wollte ich machen. Okay, je höher der Wert, desto detaillierter die angezeigte Karte. Immer noch kein Unterschied. Na gut. So, jetzt da ist was. Oder? Nee. Das ist ja so ein Krater. Ich dachte, da wäre ein Monster. Ein großes, böses Monster, das ich schlachten kann.
Apropos Schlachten. Also für diese komischen Lichter, die sollen mir auch irgendwie sowas sagen. So, hör mal, vielleicht führen die mich irgendwie zum Schotter oder so, ne? Ja, ich rufe trotzdem die ganze Zeit die Karte auf. Ja, ich versuche erstmal noch hier auf zu umgehen und erstmal hier alles zu untersuchen, ne? Also das bei dir so der Erkundungspart sein, ne? Und dann beim nächsten Mal machen wir erstmal weiter, ne? Ich bin ja hochgeklettert, deswegen, ne? Mein. So, wenn da die Schokobo-Farm ist, dann muss da hier in der Nähe so ein Sumpf sein, ne? Irgendwo. Mal sehen, wie das hier aussieht. Handgranate. So, da, guck mal da. Das sieht doch verdächtig aus. Guck mal da, da sind Gegner. So, ich weiß übrigens nicht, wie das mit dem Präventivschlag hier geht. Ich drücke Viereck oder so, aber bis die mich gesehen haben, ne? Ich nahm Gegner aus jetzt halte Viereck drück und voll Seifen. Und dann können wir dadurch drücken, wenn wir da mächtiger Angriff Feuerschutz sagen. Ist ja das der Nachteil erneut angesetzt. Ja, der Nachteil kannst du kürzen, den du willst. Also, weil ich Red 13 hier. So, ich weiß nicht, welchen Angriff er einsetzen soll. So. Lass mal wieder Gegner hier analysieren. So, die haben da so Punkte daneben. Heißt das, die habe ich schon analysiert? Ich weiß es nicht. Ah, ich muss einen Pulsi einsetzen, ne? Da, verdammt. Wir haben gerade in Erinnerung, dass der Angriff da war. Aber. Boom. Ah, Ungeheuer Kalle, endlich. Schön. Barrett. Was muss ich bei dir einsetzen? Gatling-Gewehr. Gegner schocken. Oh, okay. Schockschuss. Schockschuss, impulsiv. Gegner schocken. Aber ich muss einfach nur Gegner schocken, alles klar. Habe ich doch gerade. Muss die Angriffe einsetzen, ne? Halt. Da. So, was ist da oben? Wenn da oben jetzt nichts ist, dann weiß ich auch nicht. Kannst du da hochklettern? Täubchen, oh, guck mal hier. Ach komm schon, das ist auch voll verdächtig. Ich dachte, ich kann aber aktivieren. Was ist das hier? Hallo, na, wer bist du denn? Okay. Mogelmedaille. Ich weiß nicht mehr, wofür die sind. Was ich alles. Ah, sieht so voll aus, das kann ich da mal aktivieren. Das ist eine Ruine und dann sieht irgendwie aus, als wäre da irgendwie ein Laden, eine Bushaltestelle. Oh, zum Ausruhen, ne? Guck mal hier, ha. In den Republikzeiten richten Schokobo-Haltestellen für Schokobo befinden sich auch etwas in den Jahren gekommenen Sitzgelegenheiten. Benutze einen Kissen, um dich für eine Weile auf eine solche Bank, um deine TP und MP was? Nein, ich muss jetzt hier Kissen einsetzen. Nein. Ah. Habe ich schon gewundert, wofür die Dinger sind. Also ich kann mich nicht ausruhen, solange mein Po nicht irgendwie hier entspannt ist beim Sitzen. Guck mal da. So, Gegner-Datenbank. Ich muss mal gucken.
Denn diese Punkte zeigen die sozusagen an, dass man die analysiert hat. Oh, ich habe alles analysiert bisher. Also müsste hinter jedem jetzt so ein Punkt sein, ne? Hey, was geht? Primitivschlag. So, Schockschuss. Boah. Irgendwie konnte man noch so nachladen mit ihm, ne? Oder? Jetzt schock ich dich kaputt. So, ich soll vielleicht mit Aerith auch magischer Kreis oder so einsetzen, ne? Damit sie ihre Dings hier. So, Analyse. Ihr müsst jetzt alle Punkte haben. Ja, also diese Punkte sind da sozusagen. So, dann schock ich dich als nächstes. Er ist schon tot. Boom. Alles klar, cool. So, jetzt haben wir einen Ungeheuerkrallen. Die kann man bestimmt für irgendwas einsetzen. Ne? So, hier ist irgendwie so. Ich habe so ein Gefühl, das Spiel sagt mir gleich so: Hör mal, wir sollen da noch nicht lang. Ne? Ne? Okay. War jetzt so eine einsame Brücke gewesen, deswegen habe ich gedacht: So, okay. Das ist der einzige Weg, hier rüber zu kommen. Deswegen. Ich will jetzt nicht hier alles erkunden, bevor ich hier in die Farm gehe, ne? Aber. Schon mal hier so ein Gebiet, kann man mal erkunden, ne? Das sind ja so Ruinen, das sieht doch voll verdächtig aus, ne? Gibt's aber bestimmt was zum Erkunden oder so, ne? Oder zum Finden. Oder zum Spielen und Schokolade, ne? Die sind eigentlich so... Oh, die sind eigentlich voll fit alle. Habe ich wieder später im Spiel sein wird. Wird dann eigentlich auch eine Karte angezeigt? Der Rastplatz? Nö. Da muss ich da erstmal einmal rasten, damit ich den freigeschaltet habe oder so. Keine Ahnung. So, wir können jetzt noch hier das Stückchen, ne? Und da sind neue Viecher. Mein Gott, die sehen aus wie Max Rebo. Böse? Böse? Ich muss einfach nur Viereck drücken. Viele Gegner können mit Angriffen, die ihren elementaren Schwächen ausnutzen, schockanfällig gemacht werden. Alles klar. Elferdunk. Okay, die werden, glaube ich, ein bisschen schwieriger. Vielleicht den nächsten Schocken. So, ich muss erst mal wissen, gegen was die schwach sind, ne? So, einiger Magiekreis. Den Angriff muss ich auch einsetzen, ne? Analysier mal. Aua! Wirksam Feuer Eis, alles klar. Jetzt hatte ich Dings einsetze, alles klar. Keiner Dings. Ach, ich kann vorher. Ach ja, genau, ich kann nachladen, damit er das schon früher einsetzen kann, ne? Das andere weg. Nein, ich wollte noch Schwäche einsetzen. Ah, okay, ne. Ich weiß nicht, warum ich jetzt hier gewartet habe, so, oh, Loot. So, mein Gott, mein anderer dauert da voll lange. Ich habe doch gerade hier zweimal Gegner geschockt. Wie lange dauert denn das denn? Hm. Ein Anfanggeräusch. Cool. Bockt auf jeden Fall, ne? Jetzt stellt sich mal vor, ich bekomme noch mehr Materie und so, ne? Noch den Kampf ein bisschen anders zu gestalten. Und dann geht es hier so richtig ab. Oh Mann.
Olivers Farm, alles klar. Und da sehe ich eine Menge Sachen auf der Karte gerade. So, da unten rechts habe ich noch nicht, aber da sind Berge. Na gut, hallöchen. Ah, danke. Wo sind die Chocobos? Das ist eine Chocobo-Fahrt normalerweise. Wo sind sie? Sagt es mir. So, jetzt eine Menge Zeugs, aber reden wir erstmal mit dir. Oh, Entschuldigung. Ihr gehört zu Avalanche, oder? Also, hat mir von euch erzählt, warum weiß das jeder? Shinra scheint auf der Suche nach euch jeden Stein umzudrehen. Hier seid ihr nicht lange sicher. In den Sümpfen gibt es eine alte Anlegestelle, die Shinra bestimmt längst vergessen hat. Versteckt euch doch dort. Okay. Alles klar, einfach so. Ach, da war eine Nebenstory. Weil wir sollen zu den Sümpfen gehen, aber das war eine riesige Schlange. Hat er gar nicht erwähnt. Was hat denn hier? Oh, das mag ich doch. Dann mag ich Schlangen voraus. Warte mal, TP waren irgendwo, ne? Ja. Erstmal die TP. Aber die muss ich erstmal ausrüsten, ne? Feuerimpuls. Wird ein Feuerelementar magischen Angriff aus ohne MP zu verbrauchen. Treffergarantie. Okay. Naja, wir holen uns erstmal die ganzen Passiven, finde ich. Und jetzt bei Gruppenstufe, glaube ich, ne? Nach der weitläufig aus der Luft an. Von Aries habe ich noch gar nichts gemacht. Okay. Sind halt irgendwie so MP Maximum. Diese ganzen Synchro-Fähigkeiten, die habe ich noch nicht so mich mit beschäftigt. Ich würde sagen, erstmal TP erhöhen ist meiner Meinung nach der beste. Besser tiefer, ne? Ich weiß gar nicht, welche Charaktere alle sind hier. So, meine Frage ist jetzt, muss ich die Sachen ausrüsten oder an Verkaufsmann kannst du dich mit dem so, die Frage ist jetzt, nein, du verkaufst dich das Schwert. Robuster Armreif ist gerade on sale anscheinend. So, hier haben wir Materie stehlen. Ich meine, wir haben ja, ach, wir haben nur so viel Platz für unsere Materias im Moment. So, Ausrüstung finde ich, brauchen wir jetzt eigentlich nicht so, aber der ist gerade auf Sale. So, kaufen wir mal ein, ne? Gegenstände brauchen wir, glaube ich, nicht. Ne, Kissen auch on Sale. Ja, damit. Pff. Muss ich jetzt ja auch ein Kissen einsetzen, um das hier zu benutzen, diese Bank. So, Materie. Wer wollte denn hier stehlen? Wer hat denn überhaupt noch Platz frei? Du hast noch Platz frei. Red hat noch Platz frei. Wenn er wohl Red irgendwann mal wieder in der Truppe nehmen, ne? Ja. Oh. Ja, weiß, vielleicht finde ich aber irgendwann Gegner, ne? So. Wenn es sich lohnt, was zu holen. So, kann ich jetzt hier sitzen, ohne ein Kissen zu benutzen? Cool. Alles klar. Und die TP von allen Charakteren ist jetzt auch fast von fast allen Charakteren hoch. Bright hat 1800 TP. Da stehen sogar die Nachnamen, sehe ich gerade hier. Cloud Strife, Barrett Wallace, Aris Gamesbow, Tifa Lockhart, Red 13. Okay, die Chocobo-Vornamen sehe ich ja definitiv ein bisschen verkürzt. Ehrlich gesagt, war die genauso kurz wie im Original. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, ne? Weil normalerweise tun sie ja jedes Event in den Remakes ein bisschen verlängern, ne? Damit halt hier, weil nicht mehr Content hast oder so, keine Ahnung. Weil halt haben sie ja relativ kurz gehalten. Hier gibt es ja nichts zu tun, so wie im Original. Also im Original gab es da eigentlich auch nichts zu tun. Du konntest irgendwie so
So ein paar Chocobos konntest du da irgendwie hier beobachten, wie die am Tanzen waren. Dann hast du eine Chocobo-Materia bekommen. Haben wir die eigentlich? Wir haben ein paar Beschwörungsmateria. Ne? Ja, habe ich schon. Müssen wir mal einsetzen. Also hätte man im Original die Chocobo Mogri Bakteria bekommen. Nehmen man ja, man geht dann sozusagen ja so ein Zaun, dann waren da so ein paar Chocobos drinne und die Chocobos haben dann halt angefangen zu tanzen. Nachdem die fertig getanzt haben, da hast du eine Materia bekommen, eine Beschwörungsmateria. So, nicht anders lief das ab. Hallöchen. Wow. Fertigkeit gemeistert. Ja, jetzt auf einmal. Okay. Also ich hab Sub-Spirit. Also kann sich MP heilen. Ja, da war tiefer am Laufen im Hintergrund. Da. Einige Gegner fingen immer an, die nicht geblockt werden können und ihre Ziele bewegungsunfähig machen. Wenn du immobilisiert wurdest, solltest du zu einem anderen Charakter wechseln. Finger weg von der. Boom. Okay, cool. Jetzt hat Barrett seinen Angriff gemeistert. Alles klar. Aber solange wir noch keine neuen Waffen haben, ist das richtig gut, ne? Also wegen der Übersicht her und so. Aber dann packen wir tiefer auch noch mal im Kampf rein, ne? Ich weiß nicht, ob wir jetzt noch ihren Kampf sehen werden, ne? Kann ich eigentlich jemand anderen? Nein, Cloud muss immer dabei sein. Nein. So wie im Original. Na gut. Aber die beiden Mädels. Ah, eine liebliche Frau an jeden Namen. Und jetzt Jade Curtis aus Tales of the Abyss sagen, warum wird mir da noch was angezeigt? Achso, da wird mir halt, weil ich auf detaillierte Karte gemacht habe, ne? Deswegen wird mir da jetzt angezeigt. So, hey, die sind schon wieder da. Was muss tiefer machen, um Dings zu lernen? Ja, der war jetzt eigentlich hier mit hier nochmal. Muss ich jetzt hier. Haben die jetzt automatisch diese TP ab und so bekommen? Nein, haben sie nicht. Schaden von Waffenfertigkeiten. Uff, das heißt, ich muss hier. Verändert werden Feuerstoß bis zu einem gewissen Grad Einschüchterung. Okay, jetzt habe ich aber noch nicht nachgeguckt. Lederhandschuh, Gegner niederstrecken. Okay. Sie muss Hakentritt einsetzen. Ich hätte für ihr noch ein Dings hier einsetzen sollen, Also ich verstehe nicht, wie das immer noch funktioniert. Tifa setzt beim Angriff besonders auf ihre Schnelligkeit. Teile mit 4 Tritte und Schläge aus und halte die Taste für einen kraftvollen Angriff gedrückt. Kann die Kombo-Anzahl normalen Angriff eine Zeit lang erhöhen. Okay, ich muss halt alles nochmal lernen. Erstmal gründlich. Ja. Genau, ich muss da erstmal ein paar Angriffe machen, ne? Euer Himmelsrad. Kein Problem. Oh, hab ich da Freundschaft bekommen? Ah. Ja. Nein. Ja, die umzustoßen wird ein bisschen schwierig, habe ich so das Gefühl, die Viecher, ne? Ach,
Ach nee, ich muss hier diese Entfesselung einsetzen, damit sie hier dreieckige Angriffe. Nein, bleib doch mal hier. Ach, schon wieder Stufe gestiegen. Alles klar, gut. Okay. Weiß nicht. Gehen wir noch mal jetzt zur Brücke, nehme ich an. Ne? Also war ja relativ schnell ja vorüber in der Chocobo Farm. Ich dachte jetzt, da kommt noch irgendwie eine fünfstündige Quest. So, hör mal, ja. Ich will, dass du noch hier diese Quest für mich machst und so, ne? So, ich will jetzt einfach mal gucken, ne? Wird dieser Rastpunkt hier freigeschaltet, sobald ich mich einmal darauf setze? Weil finde ich ein bisschen komisch, wenn er einfach nicht hier angezeigt wird auf der Karte. Ah, so lässt es sich sitzen. Okay, anscheinend nicht. Und das Kissen hat sich aufgelöst, nachdem wir uns da drauf gesetzt haben. Na, anscheinend nicht. Aber es scheint die Gegner irgendwie zu respawnen. Habe ich so ein Gefühl, ne? Gut, da war unsere Erkundungstour für heute, ne? Beim nächsten Mal weiß ich nicht, ob es da ein bisschen mehr Story geben wird, ne? Ich habe eigentlich kein Problem, wenn wir auch hier einfach nur erkunden, ne? Und ja, wir lernen noch so ein bisschen, wie das Spiel funktioniert, so Gameplay-mäßig und so. Und ja. Die Freude ist noch sehr hoch, weil noch alles so neu ist und... Oh, Shinra ist immer noch da. Müssen wir immer noch warten, bis sie weg sind, ne? Und ja, gut. Dann geht's halt weiter. Wir müssen zu einem Sumpf hin, ne? Welcher da ist. Das soll, ach, das soll der Sumpf sein. Ah. Bin mal gespannt, wie er das hier machen. Das Gebiet ist schon wieder so groß. Sehr geil. Ich weiß immer noch nicht, ob die drei von den drei da oben ist. Ich will es auch nicht wissen. Aber ja, die ist jedenfalls da. Gut. Aber okay, dann sage ich, ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, dann lasst doch bitte ein Like, ein Abo, ein Kommentar, das würde mich sehr freuen. Und ich sehe euch dann in der nächsten Folge wieder. Ciao.